Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Themenvertiefung «Was, wenn der Glaube stirbt?». Zu dem Thema wird uns Zara Streller mehr erzählen. Sie arbeitet im Bereich Gemeindeentwicklung, beschäftigt sich intensiv mit Kirchenaussteigenden und ist da eine Expertin in dem Thema. Wir schalten zu der Sarah und Sarah, ich möchte dir zum Einstieg zwei Fragen stellen. Zum einen, ich finde die Formulierung recht krass, ein Glaube, der stirbt. Ja, das ist krass. Was denkst du dazu? Und zweitens, du hast einen persönlichen Bezug zu dem Thema. Dein Glaube ist auch selber von dem Schicksal getroffen worden. Aber was ist jetzt? Wie sieht das aus? Gibt es einen Glauben nach dem Tod? Ja, danke, dass ich da sein darf und danke für die Fragen. Es klingt wirklich ein bisschen krass, ich gebe dir recht. Aber ich glaube, man kann es durchaus so beschreiben, wenn der Glaube geht oder man eine Glaubenskrise hat. Man kann sich vorstellen, das ist ja wie ein Mensch, den man ganz lange um sich gehabt hat, der einem vertraut war, den man auch geliebt hat, wo man viel Zeit verbracht hat. Und wenn der stirbt und man vielleicht sogar alles noch unternommen hat, dass der nicht stirbt und der stirbt gleich, man kann es nicht aufhalten, dann ist das wirklich ein sehr beklemmender und trauriger Zustand. Man kommt vielleicht sogar in eine Trauerphase rein, wo man sich Fragen stellt, wie geht es jetzt weiter und verliere ich jetzt auch meine Freunde und Freundinnen. Und darum, ich glaube, man kann es so beschreiben mit einem Sterben, auch wenn das ein bisschen drastisch klingt. Und gibt es einen Glauben nach dem Tod? Das kann ich nur sehr persönlich für mich beantworten. Ich sage ja, aber ich glaube nicht, dass das einfach die Regel ist. Also ich glaube, dass das durchaus auch anders kann ausgehen. Und ich glaube auch, dass es da wichtig ist, das nicht zu werten. Das ist auch okay, wenn man nicht mehr glaubt. Aber für mich persönlich, ja, es gibt einen Glauben nach dem Tod. Ja, dann starten wir doch gerade in den Workshop rein. Ich habe eine Geschichte vorbereitet, die ich euch sehr gerne vorlesen würde. Ja, hört doch einfach einmal zu, was ich da zu erzählen habe. Als Kind ging ich gerne in die Sonntagsschule. Ich liebte Jesus. Ich liebte die biblischen Geschichten und das Singen im Gottesdienst, die Freundschaften und das Zusammensein. Ich war so behütet in einer heiligen, abgesonderten Welt. Als Jugendliche erwachte mein Lebenshunger und kollidierte ziemlich mit den Moralvorstellungen der Gemeinde. Während die Berge in meinem Heimatort für eine Teenager zeitweise schon erdrückend genug wirkten, erdrückte mich die Weltanschauung meiner damaligen Gemeinde mehr und mehr. Je mehr ich mich für das, was außen war, interessierte, desto mehr wurde mir gelehrt, dass die Welt verloren, gefallen und böse sei. Und nicht nur die Welt außerhalb, auch in mir gab es diesen unguten, wilden Teil, den ich am liebsten hätte überwinden sollen. Gott liebte mich zwar, aber er war auch enttäuscht von mir. Er war enttäuscht, weil ich heimlich mit Jungs schmuste und Joints rauchte, weil ich politische Ambitionen, die Welt zu verändern hatte und weil ich zur melodramatischen Selbstdarstellung neigte. Gott war auch ganz bestimmt enttäuscht wegen meiner Rebellion gegen jegliche Autorität, dem Schuleschwänzen, den schlechten Noten und weil ich viel zu laut Punk und Screamo hörte. Jeder Kuss, jede durchfeierte Nacht, jede von mir unkommentierte Biologiestunde, jede verpasste Missionierung, ich schaffte es ja nicht einmal, meinen damaligen Freund zu bekehren. Und die große Scham bei Straßenevangelisationen der Jugendgruppe hinterließen in mir unendlich tiefe Schuldgefühle. Der Druck, der auf mir lastete, war unfassbar groß. Dazu kamen die vorwurfsvollen Blicke und die Traurigkeit in den Stimmen der Gemeindemitglieder und Aussagen wie »Gott würde sich etwas anderes für dich wünschen«. Ich wollte Gott nicht enttäuschen. Ich wollte nur wie meine nichtchristlichen FreundInnen jugendlich sein. Ich wollte leben. Irgendwann konnte ich nicht mehr länger Teil dieser Parallelwelt sein.
in der andere Naturgesetze galten, als ich es in der Schule lernte, in der ich nie genug war und Gott permanent enttäuschte, in der ich an unerfüllbaren Standards gemessen wurde, in der eine Bekehrung mehr wert war als Umwelt- und Tierschutz, in welcher meine homosexuellen Freundinnen Gott einen Gräuel waren, in der ich als Brecherin des Wahre Liebe wartet Kodex nur noch christliche Biware war. So konnte ich, wollte ich nicht mehr glauben. Als ich knapp 16 Jahre alt war, verließ ich die Freikirche mit einem diffusen Mix aus Rebellion, Wut, Schuld, Angst und erdrückender Scham. Ja, die Geschichte ist meine Geschichte, das habt ihr euch vielleicht schon gedacht. Und was passiert, nachdem der Glaube stirbt, auch das ist meine Geschichte. Und es ist ein Phänomen, das eigentlich fast jedem gläubigen Menschen mal passiert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir anfangen darüber reden. Also, fangen wir doch an. Stehen wir vor einem Problem, tun wir in der Regel uns so verhalten, dass wir versuchen, das Problem zu lösen, indem wir versuchen herauszufinden, was die Ursache ist von diesem Problem. Wieso sollte es beim Glaubenssterben anders sein? Wir könnten uns also gut überlegen, was denn die Gründe sind, warum der Glaube sterben kann. Warum also ist mein Glaube gestorben? Ihr habt es vielleicht ein bisschen rausgehört. Ich hatte Fragen, die man mir nicht hätte beantworten können oder nicht wollte beantworten. Vielleicht auch nicht Zeit gehabt, zum beantworten. Statt dass man das zugegeben hat, hat man mich abgespeist. Man hat mir oft Sachen gesagt wie, das ist eben Glauben oder Gott ist grösser, wir müssen nicht immer alles wissen und so weiter und so fort. Ein anderer Grund war, dass ich grosse Unterschiede gesehen habe zwischen meinem Leben, was mir erlebt war, und dem Leben von meinen nichtgläubigen Freundinnen, was ihnen erlebt war. Das hat einen riesigen Unterschied gegeben und ich habe das natürlich gemerkt. Dann ist dazu gekommen, dass ich ganz andere Sachen in der Schule gelernt habe, zum Beispiel im Biologieunterricht, als ich sie in der Sonntagsschule gelernt habe. Das hat mich verwirrt und das hat mir auch Fragen ausgelöst. Und was ich auch als Grund würde sagen, ist, dass ich das vermeintlich Böse, das man mir immer so ein bisschen angekündigt hat, dass ich das gar nicht so böse gefunden habe. Ich habe zum Beispiel das nicht so schlimm gefunden, wenn ich mit jemandem geküsst habe. Ich habe das eigentlich schön gefunden. Was mir jedoch viel mehr so Schuldgefühle eingejagt hat, ist dann, dass ich mich hätte müssen schuldig oder schämig fühlen. Und das habe ich aber nicht gemacht. Also es war immer so ein Widerspruch in mir. Und das hat mich sehr verwirrt. Warum stirbt denn der Glaube allgemein? Was können andere Gründe sein bei anderen Menschen? Und dazu möchte ich wie sagen, dass die Gründe so unterschiedlich sind, wie Menschen unterschiedlich sind. Meistens hat es ja mehr mit der Aussenwelt zu tun als mit der Innenwelt, dass der Glaube stirbt. Man kann das vielleicht auch so sagen, dass Zweifel zum Leben gehören, dass Krisen zum Leben gehören. Aber je nachdem, wie die Aussenwelt darauf reagiert, kann das zu einem Tod kommen, zu einer richtig tiefen Krise. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Ein ganzes frisch geborenes Baby, das kommt auf die Welt mit einem tiefen, festen Urvertrauen. Und das Urvertrauen, das wird zum ersten Mal gebrochen, wenn das Kind brüllt und niemand darauf reagiert. Es brüllt vielleicht, weil es Hunger hat oder übermüdet ist. Und die Eltern reagieren vielleicht nicht darauf, dass sie keine Zeit haben oder weil sie vielleicht denken, dass es dem Kind nicht schadet, wenn sie so lange schreit oder vielleicht, wenn sie mal etwas lernen. Für das Baby aber ist das ein richtiger Knacks im Urvertrauen und es ist nicht gut, dass das passiert. Und so könnte man eigentlich sagen, dass der Glaube stirbt, hat in der Regel wirklich nicht so viel mit innen zu tun, auch nicht wirklich viel mit Gott, sondern meistens mit dem, was draussen passiert, was wir Menschen, Christinnen und Christen, mit dem Glauben gemacht haben, mit Gott gemacht haben oder wie wir mit den Menschen umgehen. Wenn jetzt jemand in einer Glaubenskrise steckt, würde ich das glaube nicht so gerade sagen. Also ich würde nicht zu dem Menschen kommen und sagen, dass du jetzt nicht mehr glauben kannst, das hat mit uns Menschen zu tun, weil Gott, bei Gott wäre das nicht so. Das kann meistens jemand, der in einer Glaubenskrise ist, gar nicht so differenzieren. Das ist auch schwierig, um das zu unterscheiden. Und da würde ich glaube einfach einmal nicht sagen. Einfach einmal
und beiseite lassen. Und was wir auch noch als Grund nennen könnten, warum es zum Sterben vom Glauben kann kommen kann, das ist der sogenannte Fundamentalismus. Den findet man nicht nur in der Kirche, den findet man auch in der Politik, den findet man auch in der Gesellschaft. Und mir ist noch wichtig, dass das Fundament zu haben, wie es im Fundamentalismus beinhaltet ist, dass das nicht per se etwas Schlechtes ist, dass wenn wir eine gesunde, stabile Basis haben, dass das gut ist für einen Mensch. Aber wenn die Basis, das Fundament aus Angst, aus Verbot und aus Zwang besteht, dann ist es nicht mehr gut. Dann schadet es uns mehr, als dass es uns hilft. Und ich finde da immer den Merkvers aus dem Galater 5, finde ich so grossartig, wo steht: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Er redet von Liebe und Hoffnung, der Christus. Er redet von einem positiven Menschen- und Lebensbild. Das ist das Gegenteil von einem Fundamentalismus. Und damit ihr jetzt noch ganz genau versteht, was Fundamentalismus wirklich ist, habe ich noch ein Video mitgebracht von der Kira. Das ist eine katholische Theologin, eine ganz coole Frau. Man findet sie auch auf Instagram. Und sie hat ein kleines Video gemacht zum Thema Fundamentalismus. Christlicher Fundamentalismus ist ein großes Problem unserer Zeit und der macht auch vor den sozialen Medien überhaupt nicht Halt. Deswegen mal so zwei, drei kleine Tipps von mir, wie ihr, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, christlichen Fundamentalismus enttarnen könnt und euch so selber davor schützen könnt. Das erste ist, christliche FundamentalistInnen haben meistens einen Narrativ, der sehr viel davon ausgeht, die Wahrheit zu kennen. Also die sprechen ganz viel davon, das ist wahr und das ist Gottes Wille und das sage ich euch jetzt so. Und das ist meistens schon ein Zeichen dafür, dass es eher in eine fundamentalistische Richtung geht. Klammer auf, es ist doch einfach äußerst schwierig, als Mensch davon auszugehen, etwas, also die Wahrheit für sich zu beanspruchen. Das ist, glaube ich, in einem Bereich von Gott, von etwas Transzendentem, von dem wir niemals alles wissen können, der am Ende des Tages vor allem großes Geheimnis ist, halte ich es für sehr, sehr schwierig und auch missbräuchlich, Menschen zu kommunizieren, es gäbe eine Wahrheit. Das ist eng verknüpft mit einem zweiten Punkt, nämlich einem wörtlichen Bibelverständnis. Christliche FundamentalistInnen nehmen die Bibel allermeistens wörtlich und deswegen kommen die da meistens so mit einem oder mehreren Bibelversen ums Eck und sagen dann, hier steht es so und das heißt, ihr müsst das und das tun und das ist Gottes Wille, dies, das. Dieser Umgang mit der Bibel ist extrem verantwortungslos. Die Bibel ist ein Buch mit einer sehr komplexen Redaktionsgeschichte, von verschiedenen AutorInnen, die auch in einem historischen Kontext, vor allem in den Paulusbriefen, geschrieben haben, die man so heute nicht eins zu eins auf diese Zeit übertragen kann. Die Bibel widerspricht sich in sich, was es umso schwieriger macht, sie wörtlich zu nehmen und umso wichtiger, die verantwortungsbewusst auszulegen. Das heißt, wenn jemand das nicht tut und Verse aus dem Kontext reißt, eins zu eins ins Heute überträgt und euch damit sagt, das ist richtig und das ist falsch, dann ist es allermeistens relativ missbräuchlich und ich würde euch, wenn ihr sowas feststellt, empfehlen, das nicht einfach so anzunehmen und zu glauben, sondern da ruhig hängen zu bleiben, im Idealfall nachzufragen. Oft kommunizieren diese Menschen nicht so viel, weil sie ja davon ausgehen, das sei die Wahrheit. Dann ist es sowieso erst recht ein Zeichen, dass da irgendwas schwierig sein könnte. Wenn ihr euch dann weiter unsicher seid, dann schaut einfach mal im Netz. Da steht ja auch schon ziemlich viel an verschiedenen Meinungen. Schaut vielleicht alternative Content-CreatorInnen an. Ihr könnt natürlich Leute wie mich auch immer fragen und ins Gespräch kommen, um euch einfach ein eigenes Bild zu machen. Das ist das, wozu ich euch ermutigen möchte, wenn ihr euch für den christlichen Glauben im Netz interessiert. Lasst euch keine einfachen, eindeutigen Wahrheiten sagen, hinterfragt, schaut verschiedene Dinge an, geht ins Gespräch, dann seid ihr, glaube ich, ganz gut geschützt vor christlichem Fundamentalismus. Das ist nämlich sehr, sehr schade um die große, freiheitgebende und freisetzende Liebe des christlichen Gottes. Ja, wenn wir jetzt die Gründe so ein bisschen genauer angeschaut haben, dann finden wir ja eigentlich wirklich heraus, dass
der Glaubensverlust meistens eine Reaktion ist auf einen Zustand oder auf eine Ursache. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Glaube in der Regel etwas ist, was wir lernen, durch unsere Bezugspersonen, durch Eltern, Grosseltern, Gemeindemitglieder, vielleicht eine Religionslehrerin oder einen Lehrer, vielleicht JungskiLeiterInnen, Jugendpfarrpersonen und so weiter und so fort, sind wir eigentlich immer in so einer Vorbildfunktion. Oder wir haben Vorbilder. Und das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, das dünkt mir gar nicht so schlecht. Wenn ich mir überlege, die Ersten, die ausgebildet worden sind als Vorbild im Glauben, das sind die Apostelinnen und Apostel gewesen. Und sie sind vom Meister, von Jesus persönlich ausgebildet worden. Er ist dabei wie ein moderner Pädagoge gewesen. Er hat nämlich ihnen ganz viel Raum gelassen, zum Fragen stellen, zum Nachdenken, zum Zweifeln. Und er hat ihnen keine einfachen Erklärungen geliefert. Er hat meistens sogar in Gleichnis gesprochen oder hat es dann ganz praktisch vorgelebt, was denn die Ausbildung beinhaltet. Wir könnten uns also eigentlich, auch wenn es ein bisschen simpel tönt, wir könnten uns echt eine Scheibe abschneiden von Jesus. Und jetzt ist er zwar nicht mehr da, aber er lebt ja ein Stück in uns weiter. Und aufgrund von dem ist es an uns, dass wir positive, vorbildliche Menschen sein können. Dass wir an anderen Raum geben können für Fragen stellen, für Nachdenken und für Zweifeln. Weil wenn wir uns so ausbilden, können wir auch andere ausbilden. Und das hat nicht so viel damit zu tun, dass man jemanden manipuliert oder missbraucht. Sondern es hat mit sehr viel Weite und sehr viel Raum zu tun. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie in einer Lehre, wenn man in die Lehre geht und eine Ausbilderin oder einen Ausbilder hat. Ja, wie verhalten wir uns denn jetzt, wenn jetzt jemand auf uns zukommt und in so einer Glaubenskrise steckt? Ich glaube, das A und das O ist, wenn man authentisch ist. Die Reaktion auf so eine Glaubensfrage oder auf Glaubenszweifel, die entscheidet oft darüber, ob der Glaube stirbt oder ob er gestärkt aus dieser Krise rausgeht. Also, wenn mir jemand jetzt kommt und sagt, Sarah, ich weiss nicht mehr, ob ich glauben will. Ich kann irgendwie nicht mehr glauben. Und meine Reaktion ist, musst halt einfach mehr beten, musst halt mehr glauben, musst halt ein bisschen mehr Bibel lesen. Oder, du, es steht aber ganz, ganz genau geschrieben, dort und dort und dort. Dann wird die Person in der Regel nicht wirklich gut darauf reagieren. Eine weitere Möglichkeit, wie man gut darauf reagieren kann, wenn jemand mit einer Krise, mit einer Glaubensfrage auf einem zukommt, ist ganz einfach und erst noch gratis. Zuhören. Wieso hören wir nicht einfach einmal zu? Klar, wir haben unsere Überzeugungen, wir haben unsere Ansichten, aber gerade so bei diesen Antworten auf Glaubensfragen wissen wir meistens nur sehr wenig. Schon der Paulus sagt, Wissen ist Stückwerk. Wir können gar nicht alles wissen. Und das, was wir das Gefühl haben, wir wissen, das ist geformt oder geprägt von unserer Erziehung, von unserem Umfeld, von unserer Kindheit und Jugend, vielleicht von unserer Kultur, von unserem Bildungshintergrund. Es ist nicht abschliessend. Es sind keine abschliessenden Wahrheiten. Und darum hilft es manchmal, wenn man die einfach für sich behaltet und einem anderen Menschen Raum gibt, indem man zulässt. Einfach nur zulässt. Und was meine beste Freundin immer gesagt hat, bevor sie gestorben ist, war, Ratschläge sind Totschläge. Und ich habe das immer so super gefunden, weil ja, schon bei kleinen Kindern, die müssen ihre Erfahrungen selber machen. Wenn die Mami sagt oder der Papi sagt, Herdplatten ist heiss, wir kennen das gute Beispiel, die Kinder müssen gleich drauflegen, weil erst die eigene Erfahrung hilft wirklich, dass man etwas nachhaltig lernt und selbstständig wird. Es ist auch so in der Lehre, da muss man selber etwas erfahren, selber etwas lernen, selber machen. Ratschläge können schon gut sein in gewissen Fällen, aber in der Regel ist es besser, man behaltet sie ein bisschen für sich. Was ich eine grossartige Lösung finde, um seinem eigenen Fundamentalismus ein bisschen auf die Schliche zu kommen, weil leider neigen wir alle Menschen ein bisschen dazu, in gewissen Sachen sehr schwarz-weiß zu sein, ist, wenn man sich immer mal wieder Fragen stellt. Das kann man für sich allein machen. Vielleicht mal in einer ruhigen Minute. Um einfach so ein bisschen zu überlegen, was sind eigentlich meine Motive?
was ist wirklich in mir drinnen? Gerade auch, wenn ich mit einem anderen Menschen rede. Gerade auch, wenn der Mensch vielleicht eine Glaubenskrise hat. Und für das hat Stefan Jütte vom RefLab von der Reformierten Kirche wahnsinnig coole Fragen zusammengestellt. Ich habe sie ganz leicht abgeändert und ich möchte sie euch hier gerne vorstellen. Die erste Frage ist, wenn wir in einem Konflikt stecken, dass ich mir Zeit nehme, um mich zu fragen, verteidige ich während dem Konflikt eine Wahrheit, wo ich eigentlich spüre, dass ich selber auf dem Spiel stehe. Weil wenn ich würde zugeben, dass ich mich geirrt habe, dass dann vielleicht mein gesamtes Ich würde auseinanderbrechen, alles, was ich darauf gebaut habe. Geht es in diesem Streit wirklich um den anderen oder vielleicht doch nicht mehr um mich selber? Und bin ich in dem Moment dann auch ehrlich zu mir? Bei der nächsten Frage geht es darum, wenn jemand Fremdes einem begegnet oder eine unbekannte Situation kommt. Habe ich wirklich noch eine Neugier und eine Hoffnung, etwas Neues zu erleben, neue Erfahrungen zu machen, etwas Neues zu lernen, vielleicht sogar auch über mich? Die nächste Frage ist, bei einem Gespräch, das ich gerade führe, eben gerade bei einem Gespräch mit jemandem, der in einer Krise steckt, höre ich wirklich zu? Oder warte ich nur auf den Moment, auf die kleine Pause, wo ich reinschiessen kann, um meine Entgegnung reinzubringen? Geht es hier um mich? Oder geht es nicht wirklich um den anderen? In einem ruhigen Moment kann man sich fragen, stelle ich mir ab und zu noch vor, dass vielleicht gleich alles ganz anders könnte sein? Was wäre, wenn ich mich irren würde? Wäre es schlimm, wenn ich mich irren würde? Und eine Frage zu der eigenen Biografie könnte sein, denke ich liebevoll über den Menschen, den ich war, vor meinem grossen Umbruch? Kann ich den Menschen umarmen? Kann ich den Menschen annehmen? Und kann ich mir vorstellen, dass ich meinem eigenen Ich in 10 Jahren, dass ich dem mit Liebe begegne? Dass ich den Menschen, den ich bin, in 10 Jahren kann annehmen? Mich dunkeln diese Fragen auch schön. Und mega wertvoll, um auch ein bisschen zu entdecken, ob man vielleicht schon noch 2, 3 Sachen hat, die man vielleicht ein bisschen anschauen müsste. Ja, und wie verhalte ich mich dann, wenn ich selber betroffen bin von so einer Glaubenskrise? Ich kann dir nur eins sagen. Bist gnädig mit dir und bist geduldig mit dir. Lern es vielleicht auch ein bisschen auszuhalten. Weil vielleicht dauert es länger, als du denkst oder was du gerne hättest. Vielleicht auch kürzer. Und beides ist okay. Du bist okay. Krisen, Zweifel, das gehört zum Leben. Auch Glaubenskrisen gehören zum Leben. Und was ich auch wichtig finde, ist, wir haben das ganze Leben lang Zeit. Und das Leben ist gut. Und auch Gott ist gut. Such dir jemanden, der dir zulässt, wo einfach Raum gibt an deine Fragen, wo dir keine Ratschläge erteilt, zumindest keine Vorschnelle, wo dir Raum und Weite gibt und deine Fragen und Zweifel aushaltet. Ja, Sarah, magst du dich jetzt fragen, was ist denn jetzt? Gibt es jetzt einen Glauben nach dem Tod? Wenn es sich so anfühlt, als würde der Glaube sterben, dann kann das wirklich sehr beängstigend werden für einen selber. 1000 Fragen, die auf einem einprasseln. Verliere ich jetzt meine Freundinnen und Freunde aus der Gemeinde? Verliere ich mein Seelenheil? Was ist, wenn gleich alles richtig war, wenn ich mich geirrt habe, komme ich jetzt in die Hölle? Und ja, auch das Fundament, das wegbricht, alles, was man glaubt hat, ist wahr, ist irgendwie nicht mehr wahr. Das kann wirklich sehr, sehr viel in einem auslösen. Und darum möchte ich hier und heute etwas spoilern. Und das ist vielleicht etwas, was du nie mehr so hörst aus dem Mund von einer gläubigen Person. Aber das Leben ohne Glauben kann genauso erfüllt, genauso glücklich, genauso zufrieden sein, wie ein Leben mit Glauben. Ich habe das selber erlebt. Wenn du mir nicht glaubst, dann schau um, schau in deinem Umfeld, schau auf dieser Welt. Es gibt viele Menschen, die nicht an Gott glauben. Und die sind ganz easy, die sind total zufrieden, die sind glücklich, die sind erfüllt, die leben ein gutes Leben ohne Glauben. Das ist möglich.
Also don't stress yourself. Es kann nämlich auch sein, dass der Glaube zu dir zurückkommt. Es gibt sogar Möglichkeiten, das ein bisschen zu aktivieren. Es gibt so viele Bücher, es gibt Podcasts, es gibt sogar Selbsthilfegruppen, es gibt eine Community im Internet von rekonstruierenden Menschen, also Menschen, die den Glauben einmal umgestellt, umgebaut, dekonstruiert haben und jetzt wieder aufbauen, rekonstruieren. Es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten für dich. Du bist nicht allein. Bist gnädig mit dir. Bist gnädig mit den anderen. Und hab Geduld. Und wenn jetzt alle Stricke reissen und du wirklich mega allein bist in dem, mit niemandem kannst du darüber reden, vielleicht an deine Grenzen kommst, weil du jemanden betreust oder begleitest in den Jugendgruppen oder vielleicht in den Jungschi oder so, wo eine Glaubenskrise hat, dann zögere nicht, komm auf uns zu. Wir von der Gemeindeentwicklung, von der EMK Young, wir sind da für dich. Wir haben gerne ein offenes Ohr, wir hören dir gerne zu. Wir geben keine Ratschläge, versuchen es zumindest. Und auch ich möchte das wirklich von mir aus sagen, ich bin auch da für dich. Schreib mir, wenn du ein Anliegen hast, schreib mir, wenn du eine Frage hast, schreib mir, wenn du unsicher bist. Es ist nie gut, allein zu sein mit solchen Sachen. Es ist nie gut, wenn man das mit sich selber ausmacht und umbrötelt und das lässt wachsen wie ein Magengeschwür. Komm und hol dir Hilfe, wir sind da für dich. Und ja, Gott möge mit grosser Weite möge deine Fragen und deine Zweifel möge sie Raum geben. Das wünsche ich dir, das wünsche ich euch. Macht's gut.